The Master and the Molotov. Dmitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikhail, Mr. Faust. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me to. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelić, but we cannot change the rules. See you later. That's the way it is. Geh zu Faust ins Club. Sind wir ausgerüstet? Schaut fast so aus. Ein bisschen Munition. Hiervon auch. Wir haben ein Messer zur Not. Ich finde es irgendwie cool, dass es jetzt ein bisschen grau ist. Das passt irgendwie gerade. Wir müssen... Sag so, wir tun jetzt etwas Einschneidendes hier im Let's Play und ich finde, da passt dieses Grau eigentlich richtig gut. Ich habe einfach gedacht, das ist normal so, weil beim ersten Mal war es nämlich auch so grau, als ich GTA gespielt habe, GTA 4. Und ich fand es damals schon so richtig cool, dass es einfach alles grau geworden ist. So, als, auch als kleine Vorbote dessen, was wir jetzt tun. Und ich fand das richtig gut. Und es passt jetzt auch sehr schön. Das Perestroika. Mr. Faustin. Faustin ist im Perestroika. No shit. Ist er gerade reingegangen? Wir haben ja zugeschaut. Ey, lass mich hier gehen. Ich laufe jetzt extra langsam und renne nicht. Erzeugt so ein bisschen mehr Dramatik. Meines Erachtens. Niko. Niko Bjelić. You and Dmitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dmitri wanted when you killed Vlad. Dmitri. My brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dmitri, not anyone tells me to come. You think Dmitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some gin monkey.
I'm not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! Guards? So. Warte, warte. Wo war das jetzt? Na, jetzt hier. Oh, Waffe. Headshot. Wo ist er? So, Hand abgeschossen. Ach, da sitzt der. So. Wo seid ihr denn? Thorsten flieht ihm nach. Moment, ich schau mir erstmal die Waffen ein. Hallo? Ganz ruhig. So, jetzt, wo ist hier die Waffe? Ist noch eine Waffe? Okay, so viel brauche ich jetzt auch nicht. Wer redet hier eigentlich? Ach, da oben. So, gehen wir mal ihm hinterher. Hey, jetzt! Wieso habe ich nicht getroffen? Ich stand direkt vor ihm. Ich habe auf ihn draufgeballert. Muss er eigentlich runter oder hoch? Wahrscheinlich hoch. Ach, hier ist die Bühne, ja. Das ist mir letztes Mal gar nicht so aufgefallen. Oder komme ich hier lang? Dum, 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 dum. Na? Na, so, jetzt da. Ich werde von oben angeschossen. Das ist wahrscheinlich Dimitri selber. Na? Das war gerade ein Headshot, hallo? Na? Komm schon, ich komm zu dir, Junge. Keine Sorge. Oh, hier ist ein bisschen Geld. Das können wir nur einsammeln. Komm ich da hin? Ja, ganz ruhig. Ach, ist auf einmal da. Hä, wie ging das jetzt so schnell? Warte. So, bisschen. Ja. Ich glaube, da kann man noch einen kleinen Text mit beobachten, aber ich glaube, wir werden ihn vorher töten, wie es ausschaut. Ich glaube, wenn wir gar nah genug dran sind, dann reden wir nochmal mit ihm. Into the nest, and they destroyed everything. So. Da stirbt er theatralisch. You think I was a joke? So, bäumt er sich auch mal kurz auf und dann stirbt er. Da ist die Taube! Da ist die Taube, Moment, da ist eine Taube. Faustin is dead. You did a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. So, warte, ich will die Taube haben. Ach, hier liegt noch eine Waffe. Wer bist denn du? Bin ich gerade erschrocken, ich hab gedacht, der will jetzt was von mir. Moment, ich will die Taube killen. So. Na? Nein, 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 nein. Ja, okay, Glück gehabt. Hm, treffe die Taube. Schon. Noch. Was? Ich habe jetzt zwei Tauben getötet. Oh. Komme ich jetzt hier eigentlich runter, ohne mich großartig zu verletzen? Ich glaube. Hey, cool. Ich habe mich gar nicht verletzt. Sehr schön. Gut, dann haben wir das geschafft. Wir haben Dimitri erledigt. Schmarr, nicht Dimitri, den anderen. Mikhail erledigt. Ob das wirklich keine Konsequenzen hat, wer weiß. Ob Petrovic uns jetzt in Ruhe lassen wird, wer weiß. Aber bis dahin werden wir erstmal zu Brucey gehen. Huch. Und schauen, was er so zu bieten hat für uns. Warte. So, du kannst Dimitri anrufen, um zu erfahren, ob er mit Petrovic gesprochen hat. Ja, das kann, machen wir das direkt. Telefonbuch, Dimitri. Stimmt, warum rufe ich eigentlich nicht an? Dimitri, you got my money? I have it.
Meet me at the warehouse on Maganet in downtown Broker. Come along. Russian Revolution. Ach, das ist direkt eine Mission. Na, großartig. Hallo? Little Jacob. Alright, my brother. Me and him Russian and seriously vexed with you. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dmitry to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. We know you're wicked, but them white are some dog ass. I'm not afraid of him. Yeah, my eyes can't see. The heart can't leap at them. Me, I come with you. Where's the place? A warehouse on Lohanin. I know the one. You see around the back. Achso, der ist schon da. Okay, okay. Ich dachte, ich muss ihn jetzt erst abholen. Triff dich mit Little Jacob in East Hook. Okay. Ich hab dachte, ich muss ihn abholen, deswegen bin ich rückwärts gefahren, weil ich wusste, dass Jacob noch mit uns dorthin geht. So, deswegen fahren wir mal dahin. Das ist natürlich jetzt etwas unpraktisch, dass es jetzt schon ist. Und es schon ein bisschen die Mission aufgezogen wird. Aber nun ja, da kann man nichts machen. Weil mich schaut gesundheitstechnisch nicht so gut aus. Na, okay, wir probieren es trotzdem. Wird schon schief gehen. Da ist er auch schon. Little Jacob. So. Rüsten wir gleich mal die Waffe aus. Hey, Nico. Glad you could make it. Yes. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Ross, where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart was bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Well, there you are. Ah! Ah! Dann geht's los. So, erledige Bulgarins Männer. Warte. Ne, das kann ich auch schon mal besser. Zack, Headshot. Aus der Hüfte sozusagen. Na. So, Headshot. Wegen des so. Na. Wo? Na, jetzt. Ah, oh Gott. Ich muss mal kurz bewegen. Moment. Einmal kurz hier. Ah, da ist eine schutzsichere Weste, das sollte ich vielleicht hin. Ich komme da nicht hin. So, dann zocke ich mit dich halt. Was ich hier an Munition verbrate, warte mal. Was die an Munition verbraten, ist unglaublich. Na, wo ist der Typ jetzt hin, da rechts? Ich sehe ihn schon gar nicht mehr. Er schießt einfach nur blöd auf Jacob. Das kann ich nicht zulassen, Wedge. Du schießt nicht auf unseren Kumpel! Jetzt, komm du mal raus! Ich glaube, ich muss den... Wie mache ich das? Ist der überhaupt noch... Wo ist denn da noch einer? Da ist einer? Müssen wir die Lage peilen. Also hier links ist einer, dann... Na! Ah.